Also erstmal würde ich gerne ausführen, was ist denn Faschismus? Faschismus ist ja a priori, wie Sie sagen, nicht rechts. Also was auch immer wir unter rechts bezeichnen, müssen wir gleich auch nochmal definieren. Aber Faschismus heißt erstmal bündeln. Ja, bündeln, Muskel, haben Sie gesagt, wir bündeln. So, das heißt, eine Gruppe der Gesellschaft bündelt sich um ein bestimmtes Argument herum und schließt diejenigen aus, die sich um dieses Argument nicht bündeln wollen. Das ist Faschismus. Das hat erstmal mit rechts nichts zu tun, ganz egal, um welches Argument sie sich herum bündeln. Ja, also jedenfalls ist das der Prozess einer moralischen Schließung. Wir bündeln uns um dieses Argument herum. Bei Corona war das, wir müssen uns schützen, wir müssen uns impfen. Jetzt bündeln wir uns, wir sind alle gegen rechts. Ja, auf jeden Fall gibt es eine Bündelung und die, die das nicht mitmachen wollen, die sind draußen. Das ist jetzt erstmal nach Ferdinand Tönnies gesprochen, genau der Übergang zwischen einer offenen Gesellschaft zu einer geschlossenen Gemeinschaft. Ja, und damit eigentlich auch schon die Erosion der Demokratie, weil die Demokratie natürlich eine offene Gesellschaft voraussetzt, nämlich eine Gesellschaft mit Meinungsfreiheit, mit Wissenschaftsfreiheit und so weiter. Das heißt, es gibt ja auch diesen Spruch, man kann in schlechter Gesellschaft sein, aber nicht in schlechter Gemeinschaft. Warum? Weil die Gemeinschaft die Schlechten schon vorher ausgesondert hat. Und das ist ja jetzt genau der Prozess des Ausschlusses. Die AfD muss raus und alle, die man als rechts bezeichnet, müssen irgendwie raus, weil die Guten, der Aufstand der Anständigen, wird das ja jetzt genannt, sich eben bündelt, um dieses Argument herum, wir sind gegen rechts, ohne dass irgendwie definiert würde, was das eigentlich heißt, gegen rechts zu sein. Damit will ich sagen, man könnte strukturell sagen, dass der Prozess, der da passiert, also dieser Bündelungsprozess und der Ausschlussprozess, de facto ein, wenn man das so will, faschistoides Argument in sich selber hat. Ja, es gibt ja auch von Sheldon Wallin dieses Buch Umgekehrter Totalitarismus. Das heißt, die Hypothese oder die These wäre, dass die, die da behaupten, sie retten die Demokratie, im Grunde das Gegenteil machen, weil sie sich nämlich bündeln um ein bestimmtes Argument, akzeptieren, dass andere ausgeschlossen werden, was strukturell Ausschluss, also gruppenspezifischer Ausschluss, ist ja de facto ein protofaschistisches Element einer Gesellschaft. Und das geht ja sogar so weit, dass man jetzt eben zum Beispiel den Entzug von Bürgerrechten fordert, bei Björn Höcke Entzug von Bürgerrechten. Das ist natürlich per se komplett antidemokratisch. Das heißt, dass die, die aufstehen, um die Demokratie zu verteidigen, im Grunde strukturell antidemokratische Züge haben. Und der oder die sich für aufgewacht hält, wird noch einmal neu aufwachen.